Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Es sind jetzt seit dem Mid-Season-Update einige neue Informationen bezüglich Black Ops Cold War und Warzone herausgekommen. Und durch das Mid-Season-Update konnten jetzt die Dataminer einige Sachen aus den Daten finden. Und in diesem Video gehe ich auf alle neuen Infos ein, die rausgekommen sind. Also lasst gerne ein Abo da auf meinem Kanal, falls ihr auch in Zukunft nichts mehr rund um Black Ops Cold War verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Es wird einen Nachtmodus in Warzone geben. Dieser wird Nightfall heißen und diesen Modus bekommen wir für Solos, Duos, Trios und Quads. Ein genaues Datum dafür wurde aber noch nicht bekannt gegeben. Wir bekommen dann auch noch eine U-Bahn in Warzone, die laut diesem Bild in den Daten gefunden worden ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dieses Bild hier in dem Video zeigen werde oder nicht. Wenn nicht, dann ist es unten in der Beschreibung verlinkt. Und die U-Bahn wird voraussichtlich durch Airport, Stadium und Downtown geben. Das werden wir zur Season 6 in Warzone bekommen. Und für alle Sniper unter euch, die R700 wurde ebenfalls mit dem Mid-Season-Update überarbeitet. Dies konnte man ebenfalls in den Daten finden. Sie ist zwar nicht ganz fertig, aber Infinity Ward arbeitet aktiv daran, wie es momentan laut den Daten aussieht. Laut The Gaming Revolution wird es keine komplett neue Warzone-Map geben, wenn Call of Duty Black Ops Cold War rauskommt. Stattdessen wird Verdansk, wenn Black Ops Cold War rauskommt, im Kalten Krieg spielen und dementsprechend auch so geupdatet werden, dass das alles zu der Zeit im Kalten Krieg passt. Kommen wir nun zu den Black Ops Cold War Leaks, die wir heute bekommen haben. Und zwar wird Black Ops Cold War am 13.11.2020 released. Und das ist ein Freitag. Am 9. September werden wir den Multiplayer-Reveal-Trailer bekommen. Das heißt, dass wir morgen hauptsächlich den Kampagnen-Trailer zu sehen bekommen werden. Dann können wir Black Ops Cold War auch vorbestellen und dazu ein Operator-Bundle von Frank Woods bekommen. Und zusätzlich dazu werden wir auch Zugang zu der Open Beta von Black Ops Cold War bekommen. Wir werden auch morgen ein Live-Event bekommen, das um 19.30 Uhr starten wird. Mit dem Live-Event werden wir auch eine In-Game-Belohnung erhalten. Hudson und Mason werden ebenfalls zurückkehren und Black Ops Cold War soll eine direkte Fortsetzung von Black Ops 1 sein. Der gesamte Trailer zum Reveal morgen wurde ebenfalls in den Daten gefunden, aber nicht das Video an sich, sondern nur die Untertitel dazu, die ich hier aber auch nicht preisgeben werde, sonst wäre es morgen ja auch keine Überraschung mehr. Dann wurden noch einige neue Game Modes in Warzone geleakt. Das ist einmal Pandemie bzw. Ausbruch. Da muss ich direkt an Zombies denken. Also es kann sehr gut sein, dass da irgendwie Zombies kommen werden, dass eine Pandemie ausbricht und dass man von den Zombies fliehen muss oder irgendwie sowas. Das kann ich mir darunter vorstellen. Dann haben wir gepanzerte Fracht- bzw. LKW-Kriege. Wir haben Plünderung Schlussverkauf und wir haben Zombie Royale. Hier gibt es übrigens noch eine Beschreibung dazu und diese Beschreibung lese ich euch einmal vor. Sei das letzte Team mit einem lebenden Menschen, das gewinnt. Spieler verwandeln sich beim Tod in Zombies, können aber wieder menschlich werden, indem sie die Herzen gefallener Spieler verzehren. Also es hört sich sehr, sehr geisteskrank an, aber es hört sich auch extrem geil an. Ich werde diesen Modus wahrscheinlich sehr krass feiern. Leute, schreibt mir auch gerne in die Kommentare rein, was ihr zu diesem Modus meint. Ich weiß aber noch nicht, wann die ganzen Modi rauskommen werden. Kommende Multiplayer-Modi wurden ebenfalls geleakt. Einmal Ship Timber to Shoot Member. Shoothouse und Shipment für einen ganzen Monat und das im September höchstwahrscheinlich, laut dem Namen September. Realismus Bodenkrieg Reinforced wird dann auch noch kommen. Farah soll wohl auch mit Season 6 kommen, weil sie in der Cutscene zu Season 6 mit Nikolai gezeigt wird. Es ist übrigens noch ein Video von Frank Woods aufgetaucht, das ihr hier eventuell sehen werdet. Ich bin mir hier auch noch nicht ganz sicher, ob ich das zeigen darf. Hier sieht man Frank Woods und man sieht eine neue Fraktion, die Frank Woods angehören wird. Und das werden die Demon Dogs sein. Frank Woods bekommt man, wie gesagt, als Operator Bundle in Warzone, wenn man sich eine bestimmte Edition von Black Ops Cold War vorbestellt. Und die drei verschiedenen Editionen wurden ebenfalls bereits geleakt. Es werden drei Ausgaben des Spiels erscheinen. Einmal die Standard-Edition, einmal das Cross-Gen-Bundle und einmal die Ultimate-Edition. Alle drei Editionen beinhalten den Zugriff auf die Open Beta mit einer Vorbestellung und den Zugriff auf das Frank Woods-Bundle in Modern
Modern Warfare und Warzone. Die Standard- und die Cross-Gen-Edition enthalten noch das Konfrontationswaffenpaket. Die Standardversion ist die Basisversion für die PS4, die Xbox One und den PC. Und die Cross-Gen-Edition enthält das Basisspiel, aber auch die Version der aktuellen und der nächsten Generation des Spiels. Dies bedeutet, dass Activision keine kostenlosen Upgrades anbieten möchte, sondern Spieler dazu bringt, sich diese Edition zu kaufen, wenn man beide Konsolengenerationen spielen möchte. Spieler, die die PS4 Cross-Gen-Edition kaufen, erhalten die PS5-Version, sofern sie verfügbar ist, und Spieler auf der Xbox One, die die Cross-Gen-Edition kaufen, erhalten die Xbox Series X-Version, sobald diese verfügbar ist. Aber natürlich auch die Version für die PS4 bzw. die Xbox One. Die Ultimate Edition enthält ebenfalls die Cross-Gen-Edition, ein Land-, See- und Luftpaket. Man bekommt 3 Operator-Skins, 3 Fahrzeug-Skins, 3 Waffen-Blueprint-Varianten. Wir bekommen einen Battle Pass-Bundle. In diesem Battle Pass-Bundle bekommen wir den Season 1 Battle Pass mit 20 Stufensprüngen und man bekommt ein Konfrontationswaffenpaket. In den Daten wurden auch noch Grafiken für die verschiedenen Varianten gefunden, die wir hier eventuell sehen können. Wenn nicht, wie gesagt, dann ist alles in der Beschreibung verlinkt. Und laut The Gaming Revolution wird der morgige Trailer 10 Sekunden des Multiplayers auch zeigen. Der Rest wird Kampagne sein. Das Live-Event wird mit einer Mission starten, wo Frank Woods eingebunden wird. Also sieht es so aus, dass wir den Trailer nur sehen können, wenn wir eine Mission in Warzone abgeschlossen haben. Und als Belohnung bekommen wir dort eine Waffe. Eventuell ist es ja eine Waffe aus dem Kalten Krieg, das ist jetzt meine Überlegung, das wurde bis jetzt noch nicht geleakt, welche Waffe das ist. Es wird morgen auch keine Nuke hochgehen, diese wird erst hochgehen, wenn wir Black Ops Cold War bekommen, dann wird die ganze Warzone-Map verändert und wir spielen dann Warzone im Kalten Krieg. Wir bekommen außerdem noch einen Höllenhund als Operator-Haustier, wahrscheinlich auch mit dem Frank Woods Bundle. Und es wird mehr als 10 Multiplayer-Maps geben, wenn Black Ops Cold War released wird. Das Mid-Season-Update ist übrigens jetzt auch draußen. Wie es aussieht, ist die neue LMG, die Finn-LMG, sehr, sehr stark und könnte eventuell die neue Meta in Warzone sein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ich nochmal ein Video zu der LMG machen soll. Und ansonsten freue ich mich extrem auf das Live-Event morgen. Das startet um 19.30 Uhr und wir werden höchstwahrscheinlich schon um 16 Uhr oder 16.30 Uhr online sein auf Twitch. Ganz oben ist der Link dazu. Folgt mir da gerne auf Twitch, wenn ihr das Live-Event morgen und den Reveal nicht verpassen wollt. Wenn ihr das zusammen mit mir und der MHD Army gucken wollt, kommt gerne auf Twitch. Und sonst würde ich sagen, liked gerne das Video, falls euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr nichts mehr rund um Call of Duty Black Ops Cold War verpassen wollt. Ich bin extrem gehypt. Ich habe unnormal Bock auf den Reveal morgen. 10 Sekunden Multiplayer bekommen wir dann auch noch zu sehen. Leute, ich bin raus. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Video, beziehungsweise morgen im Livestream 16 Uhr oder 16.30 Uhr. Haut rein, Leute, wir sehen uns und